What's up? Ich spiele wieder Pokémon. Hey, was? Der Typ spricht mich direkt an. Unglaublich. Bevor ich überhaupt meinen Controller jetzt mal richtig in der Hand hier habe, hat mich der Typ schon angelabert. Unfassbar. Naja, gehen wir in den Kampf rein. Mal sehen. Ich muss mich jetzt gerade ein bisschen wieder einfinden und so. Dragonier. Mach Schockwelle. Zeig's ihnen. Hört nur ein Pokémon. Das finde ich immer am besten, wenn die nur einen haben. Immer schön ein fettes, hochgeleveltes Pokémon. Nicht so fünf schwache. Obwohl stark ist er jetzt ja auch nicht, ne? Ich meine, Schaden tut er mir irgendwie auch nicht. Loser. Haha. Sehr effektiv. Ja, das freut mich. Und Till wurde besiegt. Warum habe ich verloren? Ja. Mal sehen, ich will mal meine Pokémons gucken. Ach ja, sind die alle voll geheilt und so, ne? Dann gehe ich mal weiter. Oh, hier sind gleich noch zwei Typen. Ich glaube, beides Vogeltypen, oder? Hast du schon ein Vogel-Pokémon das Fliegen beigebracht? Nein, habe ich ehrlich gesagt noch nicht. Die VM habe ich aber. Ja, dazu wird es bald auch noch Zeit. Werdet ihr schon sehen. Dragonier und ich mache Schockwelle. Ja. Also, das ist ja momentan wirklich sehr einfach und so, ne? Und jetzt kommt Dodo. Ich denke nicht, dass das eine viel größere Herausforderung sein wird, oder? Dodo? Ah, ich tendiere zum einen. Und er ist besiegt mit einem Schlag, weil er so übelst schlecht ist. Und Ivitak, oh, jetzt geht er ein bisschen härter drauf. Ein Ivitak ist natürlich noch ein ganzes Stück härter als so ein Habitak, ne? Vollkommen logisch, er darf sogar zuerst angreifen. Der hätte mich mit Bohrschnabel, Fliegen, Klingensturm oder sonst was angreifen können. Nein, er macht Silberblick. Silberblick muss natürlich sein. So, und das hat er davon, dass ich ihn dann angreife, ne? Jetzt kommt er mit einer richtigen Attacke an. Gut. Oh, und die ist. Wenn die fünfmal trifft, dann brutal. Aber die trifft nur zweimal. Also, habe ich auch schon besseres gesehen. Ja. Und weg mit dir. Cool. Level up. Das ist, ja, das ist unglaublich. Vogelfänger Anton wurde besiegt. War das eine Bruchlandung? Ja. Dann wechsle ich mal Dragonier weiter nach hinten. Ich meine, jetzt wo er auf Level 44 ist, ist er natürlich eine Überkante geworden. Und als nächstes kämpfe ich mit Aquana weiter gegen noch so einen Typen hier. In Prismania City kann man TMs kaufen. VMs besitzen allerdings nur wenige Personen. Cool, dabei habe ich schon die VM 1, 2, 3, 4 und 5. Ich glaube, ich habe sogar alle, oder? Ich meine, nee, nicht alle. Schade, fehlt noch. Oder so. Welche denn noch? Gibt's nicht noch mehr? Ach, egal, ich mache jetzt erstmal eine Surfer-Attacke und dann sehen wir mal weiter. Und tschüss. Eiskalt. Aquana erreicht Level 34. 35 ist eine Menge. Dann kann ich hier mal mit Relaxo direkt weitermachen hier. Relaxo ist gut. Relaxo ist immer gut. Also dann zeig's dem, wie ich mal schön mit Body Slam. Body Slam ist so eine coole Attacke. Ich mag sie richtig. Richtig schon auf die Gegner drauf. Ja, Mann. So muss das sein. Und damit einen Schlag besiegt. Natürlich. Vögel überleben sowas gar nicht. Vincent wurde besiegt. So ein Mist. So ein Mist. Das sagt Wario, glaube ich, auch noch irgendwo bei Mario Party für den N64. Ich glaube Mario Party 2 oder so. Wario spricht Deutsch. Ja, so ein Mist. Oder er sagt es, so ein Mist. Ich weiß es nicht. Das klingt sehr deutsch. So, und hier ist hier nicht irgendwas versteckt an Items. Egal, hier ist noch ein Trainer. Hey, meine Vogel-Pokémon sind gut drauf und bla 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 bla. Überall Typen mit solchen Flug-Pokémon. Ich meine, nach einer Weile werden die auch eintönig, ne? So ein Taubsi. Ah, ist ja jetzt auch nicht das Neueste auf dem Markt hier, ne? Egal. Oh, Flügelschlag. Es killt mich. Es killt mich. Ja. Beinahe wäre ich drauf gegangen. Gut. Gibt jetzt auch nicht viele Erfahrungspunkte. Ja. Sehr wenig. Habitak ist jetzt auch nicht, ach, so viel besser, sage ich jetzt mal, ne? Naja. Man
kann er ganz schön skeptisch sein. So wie ich es auch bin. Bogenschlag. Ja, gut, er kratzt mich auf jeden Fall schon mal an. Ich glaube, so viel heile ich mich gar nicht mal, wie er mir jetzt gerade zugefügt hat an Schaden. Und ich habe hier schon fast ein Drittel schon weg. Oh ja. Und als nächstes kommt noch ein Taubsi. Der ist nicht gut. Absolut nicht. Okay, füll schön KP auf. Vogelfänger. Gute alte Truppe hier. Die sind schon welche. Oh, da kommt ja mal jemand, der stärker ist. Ein Evitab. Aber fragt sich nur, wie stärker. Die angreifen können ja, glaube ich, schon mal auf jeden Fall zuerst. Ob der Angriff ein guter wird, das zeigt sich ja. Okay, nur zwei Treffer, das ist für den Computer ziemlich erbärmlich. Weil ich normalerweise 10.000 Mal treffen oder so. 5-mal, 4-mal im Schnitt. Ja. Gut, dann hat er auch ein Level 34 erreicht und damit habe ich alle auf 34 gebracht. Sie waren nicht stark genug. Oh. Ja, dann tue ich Relax auch noch tauschen, nachtauschen, nach hinten tauschen. Und dann wäre als nächstes wieder Glutexo dran. Glutexo ist jetzt übrigens nicht mehr mein lames Pokémon, das ich irgendwie nicht abkann, denn er kann jetzt Flammenwurf. Der Pokémon starke Attacken erlernen, muss man TMs einsetzen. Ja, das ist gar nicht mal so falsch. Okay, Taubsi, ja. Das ist echt das Beste, was du zu bieten hast. Ich hoffe nicht. Und dann machen wir jetzt schön dick Flammenwurf. Das hat so eine geile Animation. Oh, guck mal, wie es so richtig auf den Gegner drauf geht, die Flammen. Das gefällt mir. Und jetzt kommt Dodu. Glutexo kann jetzt alle mit einem Schlag besiegen. Zumindest ist, naja, ist ein Taubsi, bitte. Vielleicht hätte ich sogar mit Blut noch geschafft. Ich weiß es nicht. Volltreffer sogar. Wow, so muss das sein. Ja, genau. Dann noch ein Tauboga und damit geht er eine Stufe härter. Und Tauboga ist jetzt auch nicht so überstark. Frag mich, ob ich den nicht auch irgendwie direkt besiegen kann. Oh nein, der überlebt es knapp. Wer hätte es gedacht? Willkommen bei Pokémon Blattgrün. Da reicht jetzt auch ein Kratzer, meinetwegen. Weg damit. Ja, der muss ja noch aufräumen. Sonst wäre es ja nicht. Ja, wäre es ja nicht Pokémon, ne? Natürlich. Ich war zu schlecht. Wow, der Typ verschwört mir mal übel den Weg. Bin unterwegs unter Brückenwind. Ja, mein Rückenwind, weil du mir im Weg stehst, du Penner. So eine Sau. Joschka mit 5 Pokémons. Oh nö, solche Kämpfe ziehen sich immer so in die Länge. Weil im Prinzip passiert da auch nichts Relevantes. Ich mache einfach nur Flammenwurf und hau ihn weg. Taubsi, ich mache Flammenwurf. Sehr langweilig. Der könnte auch mal ruhig ein anderes Pokémon haben, außer Taubsi, Habitat, Ibitat, Tauboga, Porentia. Naja, Flugfanatiker halt. Und die nur die erste Generation an Pokémon haben. Das ist schon was. Und weg damit. Sehr schön. Als nächstes wird Habitat eingesetzt. Was für eine Überraschung. Komm, gleich habe ich es hinter mir. Da freue ich mich schon drauf. Flammenwurf. Ja, Mann. Zeig's ihm schön. Und so alles, ne? Gut. Einer noch. Der könnte mir sogar mein Level abbringen, wenn ich jetzt genug damit verdiene. Das sehen wir ja dann. Und. Ja, es reicht. Gut. Das war ein sehr, sehr eintöniger Kampf, wirklich. Der Wind dreht sich. Und du stehst mir im Weg. Und Glutexo tausche ich nach hinten. Denn da warten noch sehr, 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 sehr viel mehr Trainer auf mich. Und ist alles voll. Ne, ich will nicht schaufeln, ich will nach hinten setzen. Adel, Adel, hier. Komm schon.
Und jetzt ist er so ein krasser Biker. Was schaust du so dumm aus der Wäsche, Junge? Oh Mann. Zum Glück macht's. Zum Glück ist das die Pokémon-Welt, wo es Pokémon-Kämpfe gibt. Im echten Leben hat dem ist bestimmt übelst einen auf die Fresse gegeben oder so. Nur weil ich da gerade herlaufe. Naja, aber er setzt stattdessen ein Smogon ein. Ja, ich zucke mit den Schultern. Ich müsste echt mal mit Kamera so aufnehmen. Damit man mal sieht, was ich mache. Ich spreche voll oft mit meinen Händen oder so, so wie jetzt gerade auch. Oder Schulterzucken halt. Körperreaktion halt, die man über ein Headset nicht übertragen kann, ne? Das ist es. Und du bist weg. Eiskalt. Und es wird als nächstes noch ein Smogon eingesetzt. Wuhu! Der ist hier so innovativ, der Typ. Echt. Mit seiner pädophilen Art in Smogons Vorlieben. So. Naja. Der letzte verdient sich auch noch Volltreffer, weil er so asozial ist. Und ich habe gewonnen. Zack! Getriebeschaden. Dann kann ich mal hier noch weiter. Lolololololol. Tipps für Trainer, drücke Select um die... Okay, das erzählt er mir jetzt, ne? Das müssen wir eigentlich schon ganz am Anfang erzählen, aber schön. Was gibt's denn hier noch? Hier ist noch ein Typ. Ja. Was kannst du denn so alles? Fridtjof. Fridtjof. Das klingt mal holländisch oder sowas. Fridtjof? Naja, wieso sollte es in der Pokémon-Welt keine Ausländer geben? Obwohl doch, einen Ausländer kenne ich tatsächlich. Noch bei Pokémon Gold, Silber, Kristall und Hard Gold, Soul, Silver, da gab es auch einen Ausländer. Das war ein Team Rocket, Mann. Es war schon ganz weit, wenn man in Kanto schon angekommen ist. Und schon ziemlich am Ende, muss man irgendwie irgendwas finden. Da gab es ja so den allerletzten Team Rocket-Typen, den man da bekämpfen musste. Das war irgend so ein verpeilter Ausländer, das weiß ich nicht. Ja. Das Spiel hat also wirklich Ausländer. Nur was ist eigentlich genau für ein Typ, da weiß ich gar nicht. Ich tippe mal Franzose. Wegen diesem Akzent, oder? Ich glaube so krasser Türk. Glaube ich eher nicht so, ne? Diese Türke bei Pokémon. Ich meine Türken, ich spiele keine Pokémon. Türken sind so Gangster, Alter. Ich spiele so richtig Spiele, weißt du? Nicht so scheiße Pokémon. Ist für Deutsche Arschlocker, ja? Ich spiele so Pokémon, Alter, und können gar nichts, ja. Zieh den einfach alles ab, zieh ich den Gameboy ab, tue ich Internet rein, ja. Krieg ich Geld. Tue ich bei Handy laden, so. Weißt du? Gibt's schön, kann ich neue Handy kaufen, neue Sony Ericsson und so. Ja. Fridtjof wurde besiegt, unser Holländer. Die Luft ist raus. Gut. Raichot. Boah, dass man Level Ups geht, aber ein bisschen flott hier auch, ne? Richtig gut. Das gefällt mir. So muss das sein. Was gibt's denn hier noch? Moment, ich kann mich ändern. Ich glaube, hier war irgendwo ein Item versteckt. Wenn ich mit Detektor mal mich umgucke. Nee, hier nicht. Aber hier, oder? Nee, auch nicht. Tipps für Trainer. Schau links neben dem Pfosten. Links neben... Das ist doch rechts neben dem Pfosten, oder? Das ist aber auch so eine Logik, ja. Irgendjemand verliert ein Item, ein anderer findet es, stellt dann so ein Schild hin. Da ist ein Item versteckt. Das musst du finden. Steckt da so ein Schild hin und gibt mir einen Tipp, wo ja oder was versteckt ist. Das ergibt so einen Sinn. Taubsi, oh nee, komm, du bist gar kein Vogelfänger. Setz trotzdem solche Billig-Flattermänner hier ein. Das ist unglaublich. Mit Volltreffer besiegt. Einfach nur damit die Azulern und keine Taubsis im Team hat. Nächste Mauzi. Okay, kein Flug-Pokémon, aber irgendwie immer noch hier mal nicht. Schön. Komm, Geheimpower. Die Attacke haut doch immer schon rein. Ja, mach es fertig, doch. So wie ich es will. Und es will. Oh Gott. Ist ja mal daneben. Schon wieder ein Taubsi, ja? Können wir gar nichts mehr. Im Gegenteil, ich heile mich hier die ganze Zeit nur noch. So.
Schockwelle. Und als letztes noch ein Tauboga. Oh, jetzt kommt der Höhepunkt des Tages, denn es hat ein Tauboga dabei, welches noch viel stärker sein wird. Ja. Und ich habe schon wieder fast volle Kraft. Und der schlägt mich. Aber sehr viel Schaden macht es nicht. Pech gehabt. Denn er ist jetzt besiegt. Nein, ist er gar nicht. Haha. Überlebt es sehr knapp. Windhose? Ach, von mir aus könnte Windhose machen. Reicht so oder so alles schon. Weg damit. Genau. Und Hilde wurde besiegt. Wow, du hast mit Leichtigkeit gewonnen. Ja. Okay, also hier ist jetzt irgendwas versteckt, ja? War das hier? Ja, AP Plus. Teures Item, wirklich. Hochwertig. Nächster Trainer. Wow, deine Orden sind super cool. Ja. Wie können die... Woher sieht man eigentlich meine Orden? Ich meine, die sind doch nicht auf meine Stirn tätowiert oder so. Ich meine, wenn ich einen Menschen aus der Ferne sehe, dann sehe ich doch nicht, dass der Orden hat. Oder? Oder doch. Naja, außer wenn er in die Stirn gepackt hat oder so halt. Das wäre wohl die einzig mögliche plausible Erklärung. Also ich weiß noch, bei den früheren Pokémon-Folgen, da hatte Ash ja irgendwie seine Orden ja in seiner Jackentasche da so, wie so ein Dealer oder so, wie ein Motto. Aber selbst von da kann man die ja nicht auf einmal sehen, ne? Ich meine, man muss echt die Jacke erstmal aufmachen, weit aufschlagen, damit man überhaupt erst die Stars mit Orden versteckt. Ja. Zwei Quaps, ich wollte schon Taubsi wieder sagen. Nee, aber die sind auch leicht besiegt. Und sie wurde besiegt. Das hat nicht ganz gereicht. Ja. Fehlt ja nicht mehr viel an Trainern, oder? Hier sind noch zwei Damen. Lass deine Pokémon gegen meine antreten. Das klingt irgendwie versaut, aber es liegt wahrscheinlich auch wieder nur an mir. Okay, Silvia mit Pipi. Das ist ja mal was. Schön, dann mache ich Geheimpower. Bäm! Gut, Einigler. Komm ich mir klar? Bestens. Denn jetzt habe ich wieder volle Kraft. Und ich kann ihm noch eine geben und er überlebt es nicht mal. Oder es oder sie, ich weiß es nicht. Mal auf sie. Wird ja auch kein Stück besser irgendwie. Aber ich mag die Schönheiten. Die habe ich ja schon einmal gesagt. Die hinterlassen schön dicke Kohle hier. Oh nein, sie hat verloren. Das war schon alles? 2088, das ist eine Menge. Eine fehlt noch, hier. Natürlich werde ich mit dir spielen. Oh, spielen. Kommt drauf an, was du unter Spielen verstehst. Ja, ein Radfratz. Wow, das ist ja mal ein Radfratz. Irgendwie schon erbärmlich schwächlich, aber in letzter Zeit kaum gesehen, so ein Radfratz. Finde ich mal fair, dass man sowas zur Abwechslung kommt, wirklich. Ein Pikachu, das habe ich erst recht nicht gesehen. Das kommt eher selten. Ich mag Pikachu. Und weg damit. Okay. Level up. Und noch ein Radfratz. Ja, okay, das kann ich jetzt mit Satenia kaputt hauen. Hier, so. Was mache ich in der Säure? Ich hoffe, der überlebt das nicht, denn der hat nicht so starke Attacken, das soll sehen, ja. Aber reicht. Das reicht. Gut. Dann wäre das hier jetzt besiegt und... Ja, durchtriebenes Balk. Mensch. Ja, dann kann ich jetzt hier lang gehen und ich speichere jetzt hier ab, denn ich habe jetzt irgendwie ein bisschen keine Lust mehr weiterzuspielen und so. Und ich will irgendwie nur Pokémon spielen, wenn ich auch wirklich dazu motiviert bin, sonst wird das Ganze nicht so schön. Und lustlos und alles. Deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und nein, das wollte ich jetzt nicht machen. Bis zum nächsten Mal also, wenn ich dann noch diese Brücke da hochlaufe und alles. Tschüss.